Donis, wie er sich warm macht, denn nach zweimonatiger Verletzungspause ist er zurück und wird am 28. Spieltag wieder in die Partie eingreifen gegen den SV Werder Bremen. Wir hoffen mal, dass diese Folge heute erfolgreicher sein wird als die letzte, in der wir mal eben sage und schreibe 4 Spiele in Folge verloren haben. Gut, 2 davon haben wir auch simuliert. Sind dadurch auf den 12. Tabellenplatz abgesackt, möchte ich es mal nennen. Und ja, damit mit dieser wunderschönen Choreografie gehen wir auch rein ins Spiel. Bei uns hat sich nicht viel verändert. Donis ist wieder in die Mannschaft gerutscht und ersetzt Kone, der jetzt wieder erstmal auf der Bank sitzt. Aber das war ja auch klar. Ja, und Donis hier mit seinem ersten Angriff, den er fast abschließen kann. Erfolgreich sogar. Aber die Bremer Hintermannschaft hat etwas dagegen. Vor allem fehlt noch ein bisschen die Spritzigkeit. Und Osave ist ja zu seiner alten Donis. Oh, das ist schon zweiter Alu-Treffer in Folge von Anas Donis. Sich hier wieder von Josiak einfach mal abziehen und darauf hoffen, dass er reingeht. Eisfeld. Aber Pavlenka schon wieder zur Stelle. Das kann nicht wahr sein. Ah, sehr schön. Der durchgegangen wäre, wäre Donis weg gewesen. What the fuck? In die Halbzeitpause. Wir hatten anfangs gute Möglichkeiten. Allein Donis zweimal mit dem Alu-Treffer. Ja, damit. Aber, naja. Was soll man lange hadern? Weiter geht's in der zweiten Halbzeit. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Eine kleine Änderung. Osave, der glücklose, frei vom Tor stehende. Und besser. Weg. Abstoß auf Gaines. Der mit dem schönen Flankenball natürlich nicht. Damit geht Akpoguma mit Gelb-Rot vom Platz. Sehr geil. Schön hier von Ito. Oh. Oh, fuck you, ey. Oh, komm schon. Hier, doch, ja, jawohl. Eisfeld mit dem Tor. Alter Scheiße, leck mich im Arsch. Oh. Schön viel von Kone. Ich hätte nicht gedacht, dass er echt drin war. Der sah echt so aus, als wenn er vorbeigegangen wäre. Damit steht es 1-0 in der allerletzten Spielminute. Hoffe ich doch. Jawohl! Nach 4 Spielen ohne Sieg. Endlich mal wieder ein Sieg und dann gegen die Bremer. Oh, herrlich. Aber ein Schlückchen Wasser. Damit sehen wir uns in der nächsten Partie gegen Hamburg wieder. Und bis gleich. Damit ein kleines Nord- und Stadtderby. St. Pauli empfängt den HSV zum Hamburger Duell. Ja, das letzte Spiel haben wir ja top, gerade so, aber dann doch schön gewonnen.
Damit konnten wir uns wieder ein bisschen weiter nach vorne spielen. Haben jetzt 11 Punkte Rückstand auf Platz 7. Puh, ja, sind aber noch Spiele zu machen, aber ich glaube, Europa können wir abhaken. Da müsste noch einiges passieren, dass wir da hinkommen. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen von Partie zu Partie. Vielleicht geht uns heute mal schön am Riemen reißen. Denn die Hamburger sind das offensivschwächste Team der Bundesliga mit gerade mal 23 Toren. Ja, das sollten wir doch eigentlich hinbekommen. Geh mal gut auf. Nein, jetzt wollte ich noch auf Eisfeld durchstecken, der bleibt einfach stehen. Komm, Donis, du bist viel schneller als Mavrei. Schiri. Verletzung. Aber Eisfeld dafür schon. Etwas im Pech. Ohohohoho. Ja, da war noch ein Hamburger dabei inzwischen. Dann gibt es hier den Eckball. Genauso muss man einen Eckball treten. Wenn es richtig scheiße läuft. Jetzt kann man. Schön. Schön durchgesteckt hier auf Donis. Komm, Donis, mach es. Schiri, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Du willst mich doch verarschen, du Pisser, ey. Du willst mich doch echt. Klapsen hier. Oh Mann, Osabe, vorhin hast du so ein Ding noch gemacht, ey. Alter. Ja, komm, wir nehmen ihn lieber raus. Hat sich ja wieder leicht verletzt, hoffentlich. Und Osabe, immer noch weiterhin im Pech. In die Halbzeitpause und sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Da sind wir schon wieder zurück. Ohne Wechsel, ohne Veränderungen, ohne alles. Ohne Tore. Geht's weiter. Halbzeit 2. Mit Green, der ins Ausläuft. Sousa. Jetzt aber eine Ecke. Oh, Dalot. Oh, Green. Oh, Green. Digga, Green. Conny. 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 Mit seinem wichtigen Tor. War das ein Hin- und Hergestocher? Und Green spielt ihn dann auf Kone mit seinem dritten Tor. Wahrscheinlich seinem wichtigsten Tor überhaupt. Wieso bin ich eigentlich immer so großkotzig? Kann mir das mal jemand da verraten? Warum bin ich? Ja, ich halt's Maul. Hast du recht. Kuma Babaka. 6 Minuten später macht er den Ausgleich für den HSV. Und Stöger direkt. Nein! Sehr schön. Komm schnell, komm schnell. Conny! Conny! Mit dem 2:1 für Pauli. Doppelpack, Musa.
Sehr schön rausgespielt, das Tor. Mein Gott. Oh, Lina mit dem schönen Kopfball, aber geklärt auf der Linie. Nein! In der dritten Minute der Nachspielzeit. Gleich der HSV aus durch Luis Højbjerg. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Damit ist die Partie auch vorbei. Und auch diese Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Kommentar da. Lasst auch gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, was wir auf dem Zocker Bros Kanal machen, dann lasst uns auch gerne ein Abo da. Und denkt dran bitte, auch dann die Glocke zu aktivieren. Ansonsten kann es sein, dass ihr nichts mehr oder nur ab und zu mal daran erinnert werdet, dass wir ein Video hochgeladen haben. Und das wäre doch sehr schade. Also bis dahin. Ciao, ciao.